Hallo, willkommen auf antik.news. Heute rede ich über das Thema Zucker. Ein Thema, was uns hier schon einige Zeit beschäftigt hat, weil wir Zucker schon brauchen, um beispielsweise Lebensmittel zu konservieren. Unsere Kinder essen es auch recht gern. Wir haben so ziemlich alles ausprobiert und in dem Video gebe ich euch meine Meinung kund. Und warum ich welchen Zucker bevorzuge und welchen Zucker ich absolut ablehne. Zucker gibt es ganz viele Alternativen auch. Beispielsweise Birkenzucker, Kokosblütenzucker, Rohrzucker, Rohrzucker, ganz normale Haushaltszucker, Rübenzucker, noch Steviosite, also das Stevia, was als Zucker vertrieben wird, Fruchtzucker. Es gibt Traubenzucker, es gibt einfach noch Obst, was Zucker enthält und noch verschiedene andere Varianten. Nun, was macht den Zucker gesund, was macht ihn ungesund? Ich persönlich glaube, dass jeder industriell verarbeitete Zucker, also Zucker, den man durch Isolation von einer bestimmten Pflanze oder etwas gewinnt, ungesund für unseren Körper ist, weil der Körper einfach nicht gelernt hat, damit umzugehen. Das ist auch im Fall des Haushaltszuckers so, leider auch beim Rohrzucker oder Rohrzucker. Solange man nicht das Zuckerrohr selbst komplett einfach vermahlt und nutzt, bin ich der Überzeugung, dass es ungesund ist. Der Körper muss im Fall von Zucker eine große Arbeit leisten, um Saccharose einfach in Energie umzuwandeln. Das ist bei Fructose und Glucose nicht der Fall. Das kann er direkt verwenden. Was besteht aus Fructose und Glucose? Da haben wir beispielsweise den Honig. Ich persönlich glaube, dass Honig das gesündeste Süßungsmittel überhaupt ist, wenn man es nicht übertreibt. Die Bienen, die das als Futter und als Winterfutter nehmen, schaffen es mit diesem Zucker den ganzen Winter auszukommen, ohne einmal sich zu entleeren. Das heißt, der komplette Zucker geht ins Blut und wird sozusagen im Blut verwandelt, also wird vom Körper geradezu aufgesogen. Beim Haushaltszucker muss der Körper eine Unmenge Arbeit leisten, er ist nicht dran gewohnt und im Endeffekt schädigt es den Körper. Also ich glaube, dass dieser Haushaltszucker, der dann noch behandelt ist und gebleicht ist und was auch immer, einfach nur aufgrund dessen sehr ungesund ist. Wenn man jetzt Obst isst oder Honig und nimmt nicht mehr als die benötigte Kalorienmenge, die der Körper braucht, auf, dann denke ich, sind das die gesündesten Süßungsmethoden. Warum kein Birkenzucker? Ne? Birkenzucker ist etwas aus meiner Sicht extremst Ungesundes und es wird bei den meisten Menschen den Darm schädigen. Das ist auch wieder nur meine Meinung und meine Beobachtung. Leute kriegen Durchfall und das Darmmilieu wird verändert und wenn man diesen Zucker schon auf die Zunge nimmt, er ist kühl und fühlt sich einfach nur fremd an. Birkenzucker wird auch gewonnen, indem man ihn aus Rinde isoliert. Also Birkenzucker klingt so natürlich, ist aber gar nichts Natürliches, nichts, womit unser Körper wirklich klarkommen würde. Wie gesagt, meine Meinung. Gehen wir weiter. Steviosid. Stevia ist eine tolle Sache. Wenn ihr die als Pflanze haltet, könnt ihr damit super süßen. Also ihr nehmt die Stevia-Blätter. Blätter haben zwar einen leicht bitteren Nachgeschmack, manchmal auch ein bisschen derber. Schneidet die klein und macht die mit eurem Müsli oder in euren Smoothie oder so, halte ich für durchaus gesund. Ne? Die Pflanze hat ihre natürlichen Schutzmechanismen. Aber das, was ihr kaufen könnt als Stevia, ist meistens chemisch hergestelltes Steviosid und da wird es wieder ungesund. Es ist im Prinzip einfach nur diese eine Substanz, die die Süße erzeugen soll, die isoliert angeboten wird. Kann aus meiner Sicht nicht gesund sein, also lasst es, kauft euch, wenn ihr damit süßen wollt, die Stevia-Pflanze, die wächst ganz gut, wenn ihr sie im Topf haltet, schön Sonne, Luft,
Pflanze mag auch ein bisschen Bewegung, Luft, wird dadurch stark und buschig und verwendet die Blätter. Das kann sicherlich eine ganz gute Süßungsalternative sein. Die nutzen wir auch. Ist auch nicht schlecht für die Zähne und so weiter. Ansonsten haben wir noch den Kokosblütenzucker, der total hip ist. Beim Kokosblütenzucker muss ich sagen, bin ich ein bisschen gespalten. Der kann durchaus gesund sein, weil es sich nicht um einen isolierten Zucker handelt. Also der Kokosblütennektar wird einfach getrocknet und gemahlen. Von der Zusammensetzung unterscheidet er sich gar nicht groß von einem normalen Haushaltszucker. Es gibt die Behauptung, dass der glykämische Index viel niedriger wäre bei dem. Ob das stimmt, kann ich euch nicht sagen. Ich habe dazu keine Studie gefunden, die das nachweisen würde, nur regelmäßig die Behauptung auf den Verpackungen und im Netz. Persönlich würde ich das erstmal in Frage stellen. Wenn es denn so wäre, wäre es eine Bestätigung dafür, dass gerade wenn man die Stoffe nicht isoliert, sondern als Pflanze einnimmt oder als Nektar, das durchaus okay ist oder gesund ist. Bei einem Zucker, der jetzt isoliert ist, ist das aus meiner Sicht nie der Fall. Das ist im Prinzip auch das Gleiche, wenn ihr ein Weißbrot esst aus der Schnellbäckerei. Die bekommen ein Mehl ohne Keim, weil der ölig ist und das Mehl nicht haltbar ist. Es ist also ein totes Produkt, ein vollkommen totes Produkt, was ihr da esst und hat überhaupt nichts mehr mit Leben zu tun, woran der Körper vielleicht gewöhnt ist und kann den Körper dementsprechend schädigen. Zum Schluss ganz kurz dazu, es ist meine Meinung, die ich hier kundtue, ne, und die Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe. Noch ein paar Worte zum Honig. Da ist natürlich die Frage, ob ihr wirklich einen guten Honig bekommt oder ob das vielleicht nichts anderes ist als ein Bienenhonig. Ne? Das Bienenhonig kann ganz leicht hergestellt werden. Ich packe den Bienen einfach ein paar Kilo Zucker rein. Sorge dafür, dass die irgendwo in einer Region sind, wo eigentlich gar keine Tracht ist und die werden den Zucker einlagern und ich habe Bienenhonig, ist aber kein Bienenhonig. Blütenhonig selbst ist eine extremst gesunde Sache aus meiner Sicht, denn ihr müsst euch vorstellen, dass die Pflanzen in ihrer Kraft sind, in ihrer absoluten Kraft und Pflanzen schenken uns so viel Gutes und so viel, die meisten Substanzen, die ihr kennt an guten Wirkstoffen, auch bei Medikamenten, stammen aus Pflanzen und in diesem Nektar, den die Bienen einsammeln, ist diese Fülle an Stoffen enthalten, diese Kraft, es strotzt vor Gesundheit und daraus machen die Bienen den Honig. Beim Waldhonig ist das ein bisschen anders, der kommt von den Saft, den Blattläuse hinten ausstoßen von dem Tau und den sammeln die Bienen ab. Ich persönlich mag Waldhonig deswegen nicht sonderlich. Die meisten wissen es nicht. Ich hoffe, ich habe euch dann jetzt nicht den Genuss verdorben, wenn ihr Waldhonig mögt. Diese Pracht, diese Tracht, dieses an komplexen Stoffen, was die Biene da sammelt für uns und in Honig in Form von Honig uns da bringt, ist einfach eine super gesunde Sache und ich kann das nur empfehlen. Insgesamt muss man sagen, dass ihr Honig, Zucker allgemein nicht übertreiben solltet. Der Verzicht ist da immer besser, als wenn man jetzt meint, etwas ist gesund und isst dann kiloweise. Nichts ist gesund, wenn man es übertreibt. Das gilt natürlich auch für den Honig und sicherlich auch für einen Kokosblütenzucker, bei dem ich mir, wie gesagt, nicht sicher bin, wie gut er ist. Ansonsten alles, was ihr sonst kaufen könnt an diesem Xylit und diesem Zeug, glaubt nicht, dass es gesund ist, auch wenn es euch erzählt wird. Birkenzucker klingt toll. Ist aber eine Katastrophe, ist überhaupt nichts, was einem wirklich gut tun kann. Ja, das war mein kurzer Ausflug zu dem, was ich über Zucker denke. Ihr könnt bei uns auf dem Hof, wenn ihr wollt, könnt ihr auch Honig kaufen.
Wir machen das auf eine sehr althergebrachte Art und Weise, einfach eigentlich grundsätzlich nur für uns, dass wenn ihr herkommt, ist es wahrscheinlich eher, dass ihr es mal anschauen könnt, probieren könnt, vielleicht eine Anregung findet, wie ihr selbst Bienen haltet, auf ganz einfache Art und Weise, ohne hohe Kosten. Also wir machen das im Stabilbau. Die Bienen bauen ihre Waben selber an sogenannten Oberträgern in kleinen Beuten, die den Bäumen nachempfunden sind. Die Beute wird nicht geöffnet, nur einmal im Jahr, und zwar bei der Honigernte wird der oberste Teil abgehoben, der dann voll Honig ist, ohne Bienen und ohne Brut. Und wenn es erweitert wird, wird einfach unten drunter eine weitere Zarge gestellt. Also eine sehr bienenfreundliche Art. Also wir imkern sozusagen so, dass es den Bienen sehr gerecht wird. Und dass wir, was wir uns am Ende nehmen, das ist einfach der Teil, der ohnehin zu viel wäre. Bienen sind einfach fleißig, sammeln, sammeln, sammeln und sammeln viel mehr, als sie brauchen. Und den Teil, den sie halt überschüssig haben, den nehmen wir uns, lassen den dann austropfen und nutzen das Wachs. Der Rest, der bleibt den Bienen. Also wir versuchen schon, das so zu halten, dass die Bienen es schaffen und nicht zugefüttert werden müssen vom Zucker oder irgendwas anderem. Das geht jetzt aber ein bisschen weit, ne? Ihr seht, von den Bienen sind wir begeistert, auch von dem Produkt, was sie uns schenken, dem Honig sind wir begeistert. Von den anderen Zuckeralternativen raten wir ab, insbesondere vor industriell verarbeiteten Zucker, wo die Dinge isoliert werden, und ja, da eben auch die Trendprodukte wie Stevia oder so, setzt auf die Pflanze, lasst es und holt euch nicht diese Steviosite oder irgendwelche Zuckerersatzstoffe. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns auf antif.news. Tschüss, euer Kai Hagemeister.